Schönen guten Abend zum heutigen Vortrag von Jürg Konzett. Wir haben eine Tradition, die lautet folgendermaßen: Wenn eine Person oder ein Büro bei uns eine Einzelausstellung hat, fragt man die Person oder das Büro, wen wollen sie in ihre Ausstellung einladen. Und die Francesca Dorzo hat eben den Jürg Konzett vorgeschlagen, weil sie immer wieder zusammenarbeiten. Und ich glaube es nicht ganz, aber der Jürg hat gesagt, das letzte Mal war er 2014 da. Ich glaube, es ist schon länger her, aber ich glaube dir, weil du die Mails gefunden hast. Den Jürg vorzustellen ist relativ einfach. Er hat Bauingenieurwesen studiert in Lausanne und in Zürich, hat dann 1988 sein Büro gegründet und ab 1992 mit seinem Partner Bronzini. Und was schwer ist, zu erklären, was er alles macht, weil das ist sehr umfangreich. Auf der einen Seite arbeitet er mit Architekten oder das Büro mit Architekten zusammen, und ich nenne jetzt nur ein paar Namen. Das ist Marcel Meili, also Meili Peter, Miller Maranta, über Jüngling Hagmann bis zu Zumthor. Dann beschäftigt er sich sehr intensiv nicht nur mit der zeitgenössischen Ingenieurwesen, sondern auch mit der Geschichte und hat maßgeblich viele Brückenprojekte aus der Vergangenheit saniert, unter anderem auch die weltbekannte Mailarbrücke. Und sie haben unzählige Fußgängerstege, Brücken gebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe es dann aufgegeben bei euch auf der Homepage. Also es sind wahnsinnig viele. Ja, ich danke dir fürs Kommen. Und die Tradition haben wir schon lange so geändert, dass wir früher mal essen gegangen sind mit den Vortragenden. Es ist so unsympathisch, wenn man dann nur wenige mitnehmen kann. Deswegen haben wir uns jetzt seit Jahren entschieden, hier zu bleiben, und es gibt was Kleines zu essen, vor allem für den Jürg und seine Frau, aber ihr könnt es dann nachher, falls sich niemand traut, im öffentlichen Raum Fragen zu stellen, mit ihm dann länger unterhalten. Er wohnt gleich um die Ecke, nämlich im Nachbargebäude. Ja, dann danke fürs Kommen und freut mich, dass einige Ingenieure da sind, und wünsche einen schönen Abend. Danke. Ja, auch ich begrüße Sie herzlich zu dieser Veranstaltung. Danke für die Einladung. Ich habe Francesca Dorzo kennengelernt, als sie Studentin war an der Accademia di Mendrisio in der Klasse von Peter Zumthor, und er hatte mich als Gastkritiker eingeladen, und Francesca Dorzo zeigte ein Projekt für eine Bibliothek mit einer Tragkonstruktion aus Naturstein. Ich habe jetzt das Modell entdeckt, gerade nach der Treppe rechts an der Wand, so ganz hochkantige, dünne Platten, die mit Kupferbolzen zusammengefügt sind. Und natürlich fragten mich alle, ja, hält das? Und ich sagte, ja, bisschen schwierig, so, das einfach so zu sagen. Dann müsste man einen Test machen. Ah, da muss man einen Test machen. Wo kann man so einen Test machen? An der Fachhochschule in Chur. Okay, 3 Wochen später war Francesca Dorzo in Chur an der Fachhochschule mit, wahrscheinlich war es nicht dieses Modell, aber ein ähnliches Modell, und wir machten an der Prüfpresse Versuche. Also das als Beispiel, wie engagiert sie arbeitet. Die lässt nicht locker, die geht bis eben zum Bruch sozusagen des Materials, und das hat mir tiefen Eindruck gemacht. Unser Büro konnte dann ein paar Mal sie assistieren in Hasselt oder jetzt in Ligurien. Das war dann aber in erster Linie die Arbeit von Gianfranco Bronzini, meines Partners, der auch zur Hälfte Italiener ist und mit ihr da sehr direkt kommunizieren kann. Das Bild hier, das passt jetzt nicht ganz in den Zusammenhang, aber irgendwie hat sowas, ja, weiß nicht, Utopisches oder so. Also, das sind 4 dreibeinige Stative, die oben Rollen tragen, über die Seile laufen. Also da unten ist ein Häuschen mit einer Seilwinde. Da läuft ein Seil hoch, geht dann in die Mitte, und in der Mitte ist eine Seilkamera. Das ist für die landwirtschaftliche Versuchsanstalt der ETH Zürich. Und die können diese Kamera in gewissen Abständen immer an genau die gleiche Stelle setzen und dann das Wachstum von Pflanzen beobachten.
Sie haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, Sie forschen nicht an Gentechnik, aber Sie schauen auf einem gegebenen Platz, wo wächst was, wie gut, und sagen, das sei eine Strategie für Bauern, auch zum einfach eine große Wirksamkeit zu erreichen. Und das ist sozusagen Ihr Versuchsfeld mit diesen, ja, ich sage Ihnen jetzt Stativen. Das war eine sehr interessante Aufgabe. Man sieht hier noch die Leiter, die dann hochgeht. Das sind etwa 22 Meter hoch, die Türme. Und rechts die Leiter, also oben gibt es dann so ein ganz kleines Podest, wo man sich aufhalten kann und die Rollen schmieren und kontrollieren, ob da alles stimmt. Und das war noch interessant. So, wenn man die Skiliftmaste anschaut, dann denkt man, früher waren das so feingliedrige Fachwerke und heute sind es Rohre. Das macht dort Sinn. Hier mit den Rohren, das war ganz rasch weg, weil an sich diese Seile und so, das sind keine Kräfte. Aber bei dieser Höhe hat man Wind. Und das sind Welten, die Windlast auf so ein filigranes Gerüst oder die Windlast auf ein Rohr. So, da sieht man die ganze Anlage mit den vier Pylonen, Ilnau-Ifretikon zwischen Zürich und Winterthur. Und vielleicht auch noch so ein Hinweis, ich kenne die Schweiz, ich sag mal vom Zugfahren, und dann geht man 200 Meter neben eine so Hauptverkehrsachse und trifft eine ganz andere Landschaft. Also das ist eine der stärkst besiedelten Regionen in der Schweiz. Und auf einmal kommt so was Liebliches und dann so ein bisschen diese seltsamen Stative da drin. Okay, jetzt fange ich richtig an. Das haben Sie an sich schon gesehen. Das wäre jetzt das Thema heute vor allem auch. So. Hoffen wir, es bleibt stabil. Ja, sonst reklamieren Sie. Also, ich habe so drei Kapitel. Die Anreise von Chur nach Innsbruck. Gibt es ein paar Sachen dazu zu sagen. Bauen im UNESCO-Weltkulturerbe, also Rätische Bahn in der Kulturlandschaft Albula Bernina, wie es heißt. Und drittens, ein Projekt, das mich im Moment sehr stark selbst beschäftigt, nach dem Felssturz, da geht es um die Wiederherstellung der Infrastruktur in Bondo in Bergell. Also, die Anreise, wir sind heute von Chur mit dem Zug nach Sargans und dann mit dem Railjet von Sargans nach Innsbruck gefahren. Das ist bequem und auch angenehm und schön, aber kürzer wäre Prättigau, Davos, Flüelapass, Unterengadin, Landeck, Innsbruck. Also, auf dieser Reise würde man zum Beispiel in Sent vorbeikommen. Das ist der Kirchturm von Sent im Unterengadin. Es ist ein Projekt von Niklas Hartmann II. Es ist eine ganze Dynastie Hartmann, Architekten und Baumeister im Engadin. Sehr interessante Figuren. Und der wurde gebaut von 1898 bis 1900. Und das ist schon eine sehr spezielle Turmkonstruktion. Also bei Tag sieht das so aus. Also äußerst filigraner Beton von 1898. Gut, Beton war nicht gerade neu damals, aber in diesen Dimensionen, in dieser Anwendung ist es schon etwas Besonderes. Es ist so eine Mischung bis heute für mich zwischen Faszination und Furcht. Und wir gehen jetzt hoch. Sehr ein gediges Inneres, also mit diesen Betontreppen und Türeinfassungen. Das Holz rechts gehört nicht dazu. Uffizi Civil, also hat noch Büros zwischen Kirche und Turm. Unten ist noch ein Prajun, ein Gefängnis. Und da steigt man hoch, da kommt man in die Glockenstube und dann wird es ziemlich luftig. Also wir haben diese Gewölbe und oben ist ein Loch und dort muss man hindurch, um in den Turmhelm zu gelangen. Und jetzt sind wir im Turm. Also eine Art Vierendelrahmen, wenn man so will, räumlich. Wir sehen diese quasi Ringe,
die aber innen eigentlich fast quadratisch sind, versetzt, also immer ein dickes, ein dünnes Teil, und dann diese Streben, die nach oben leicht gekrümmt zusammenwachsen. Es gibt farbige Gläser. Man sieht das Dorf durch die Gläser. Es ist ein ganz spezieller Effekt. Also ich kenne den Turm schon aus meiner Kindheit. Das macht einem wirklich großen Eindruck. Oder so am Abend, wenn die Sonne hindurch scheint. Und so. Es ist also hier die Landschaft, also Richtung Tirol. Schaut da. Das Inntal hinunter. Und Sie sehen, das ist hoch. Man ist wirklich in der Luft da oben. Ja, und der Zustand ist nicht gut, oder? Darum haben sie mich auch geholt. Also es gibt sehr viele Risse. Und ich war das erste Mal da vor etwa 10 Jahren. Das ist ein langes Projekt, aber jetzt beschäftigt es mich wieder. Der Gemeindekanzlist öffnet hier ein Fenster, da kann man rausschauen. Und auch das ist faszinierend und bedrohlich zugleich. So eine gewisse Angstlust empfindet man dann schon, wenn man diese Krabben anschaut und sieht, das sind auch nicht mehr alle oben und da diese Risse sind markant. Wurde in den 1980er Jahren sogenannt restauriert, ganz schlecht dokumentiert. Es ist wirklich fast skandalös, dass man eine solche Arbeit so schlecht dokumentiert. Wir haben ein paar Rechnungen gefunden in der Kanzlei der Gemeinde, aber was die genau gemacht haben, wissen wir nicht. Und eigentlich muss man sagen, es ist auch nicht wirklich gelungen. Abplatzungen, also Bewährungseisen, die korrodieren, aber es ist ein bisschen auch fatal. Im Staatsarchiv in Chur findet man die Architektenzeichnungen. Wunderbare Zeichnungen, bis 1:1 Detail dieser Krabben, aber keine konstruktiven Unterlagen. Wir wissen nicht, wo welche Bewährungen drin sind, wie diese Bewährungen gestoßen sind. Und das ist natürlich schon schwierig. Also das ist ein Hartmann-Plan, bei dem wir mal erste geometrische Festlegungen treffen konnten. Und es gibt jetzt wie 3 Projektphasen, die ich erläutern möchte. Das ist eine erste Arbeit, die hat bei uns im Büro ein Praktikant, ein Ingenieurpraktikant aus Litauen gemacht, unter meiner Begleitung. Und er hat mal einfach das System eingegeben. Und Sie sehen hier, die Ringe haben Gelenke, weil die sind wirklich auch relativ fragil bei den Verbindungsstellen. Und er hat mal gerechnet, was ist. Man könnte das fast als Motto sagen, also Professor Peter Marti hat mir mal gesagt in einer Diskussion über eine Verstärkung einer Brücke, hast du wirklich verstanden, wie das Tragwerk heute wirkt? Und ich musste zugeben, ich war dort etwas vorschnell mit den Maßnahmen und das ist wirklich ganz wichtig. Sauber trennen, Zustandsaufnahme, Diagnose, Maßnahmen. Ist fast wie in der Medizin. Und wenn man die Zustandsaufnahme schludrig macht und die Diagnose nicht macht, dann irrt man. Also, das ist, wie es heute ist. Und das sind die Schnittkräfte, Normalkräfte links und rechts die Biegemomente unter einem starken Wind heute. Und man sieht jetzt, wenn man sicherheitsmäßig den Wind mit 1,5 multipliziert und das Gewicht mit 0,9, dann beginnt er zu kippen, dann sind wir auf Bewährungen angewiesen. Aber wenn man die effektiven Lasten ansetzt, dann geschieht noch nichts. Also die Sicherheit ist einfach gering heute. Aber es ist noch nicht absolut bedrohlich. Aber Sie sehen, vor allem auf dem rechten Diagramm, es gibt relativ große Momente in diesen Streben. Erster Versuch. Sie sehen in der Mitte einen vertikalen Stab, das Ganze vorspannen. Ein Seil, Druck geben, presst alles zusammen,
vergrößert die Stabilität. Das hätte so aussehen können, zu oberst, ganz zu oberst auf der Spitze ein Anker, dann durch das bestehende Rohr ein Seil nach unten. Durch das Loch, das wir vorhin gesehen haben mit der Leiter, nach unten und dann ein Gestell, das diese Kräfte verteilt. Wie man dann nachher hochkommt, ist nicht ganz gelöst in dieser Skizze. Und ja, das noch ein bisschen eine Verdeutlichung, wie dieses Befestigungsgestell unten in der Glockenstube ausgesehen hätte. Also man kann die Biegemomente drastisch reduzieren mit dieser Vorspannung, logisch, es drückt zusammen und theoretisch funktioniert das schon, aber irgendwie nach einer Weile fanden wir, das ist ein brutaler Akt, so eine über 100-jährige Konstruktion einfach so zusammenzudrücken. Das ist eigentlich eine große Veränderung gegenüber dem heutigen Zustand, wo wir nicht so genau wissen, was wir noch alles an Nebeneffekten damit auslösen könnten. Also, wir sind davon abgekommen. Zweites Konzept, ich habe dem gesagt, den Davoser Schlitten. Also es gibt diese Holzschlitten aus Davos, und die haben Metallkufen, die sind so häufig in die Holzskelettkonstruktion eingeschraubt. Und Sie sehen jetzt vor allem da links, also wir hätten da relativ dünne Edelstahlbänder, und die werden eingedübelt mit dünnen Schrauben in diese Beton Streben. Also links im Schnitt, in der Mitte sieht man es in der Ansicht. Da ist wieder unser Loch. Und hier jetzt so eine Abfangkonstruktion. Hier in einem anderen Winkel geschnitten. Und das war mal das Resultat, das wir abgegeben haben, eben vor etwa 10 Jahren mit Kostenschätzung und so weiter. Und dann hat sich die Gemeinde etwas Zeit gelassen damit. Und wir konnten jetzt auch nicht sagen, ihr müsst unbedingt sofort, sonst seid ihr da in Lebensgefahr. So drastisch ist es dann doch auch wieder nicht. Ja, das ist der Grundriss. Gut, dann, letztes Jahr kam die Aufforderung, so, jetzt, wir haben Geld, macht vorwärts, jetzt wollen wir das realisieren. In 10 Jahren hat sich vieles verändert. Wir haben jetzt einen Scan machen lassen und das ist schon sehr präzise und gut, weil wir können natürlich außen, wir kommen nicht hinzu und jetzt ein Gerüst aufzubauen, das dann lange Zeit stehen bleibt, wollen wir nicht, weil das Gerüst ist ein Windfänger. Das möchte man dann aufstellen, wenn es braucht, und dann relativ kurz. Aber mit diesem Scan konnten wir wirklich alle Flächen des Turms gesondert mal aufprojizieren und dann alle Details als Zustandskartierung dazu legen. Ich habe das Ganze mal Rainer Bartl gezeigt, einem Münchner Ingenieur, der Spezialist ist für historische Konstruktionen. Der hat beim Freiburger Münster den Turmhelm aus Stein, mittelalterlich und etwa doppelt so hoch wie hier, kontrolliert und instand gesetzt. Ich habe ihm das mal gezeigt und die erste Reaktion war, dass er kräftig gelacht hat und gesagt, das gibt's doch nicht, so Neugotik über so spitzen Giebeln. Das war für ihn völlig ein Stilbruch. Ich habe gesagt, ja, für mich ist das natürlich die gewohnteste Sache, die es gibt, aber für ihn war das etwas ganz Besonderes. Gut, also es ist etwas ganz Besonderes, dieser Kirchturm-Eklektik. So ein bisschen detaillierter, also wir haben jetzt wirklich den Überblick, recht präzise, trotz kein Gerüst, wo gibt es welche Risse und wo wird man was, welche Maßnahmen treffen müssen. Jetzt, dieses Mal hat Andrin Herwig, also ein älterer, sehr erfahrener Ingenieur, der auch viele Jahre bei der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt gearbeitet hat und sich sehr interessiert für solche Fragen, er hat das Projekt jetzt übernommen
Und das war jetzt interessant, weil er hat zuerst mal gemerkt, in der Geometrie gibt es gewisse Abweichungen aufgrund der Scans. Die sind noch nicht erklärt wirklich. Und wir haben innen jetzt ein Holzgerüst aufgestellt. Man sieht es, die Sachen wirklich auch von nahe. Es gibt jetzt ja, detaillierte Aufstellungen und Vermutungen auch zum Bauvorgang, der eben leider nicht dokumentiert ist. Gut, also jetzt wissen wir genauer Bescheid, wo überall was krankt. Und er hat jetzt eine statische Nachrechnung gemacht, aber für ihn waren jetzt diese horizontalen Teile auf einmal viel wichtiger als für mich vor 10 Jahren. Also man sieht hier schon, wie das geometrisch und konstruktiv mal analysiert wurde. Und das ist jetzt sein Modell. Und im Unterschied zu dem, was ich vorher gezeigt habe, hat es hier keine Gelenke mehr. Das ist alles ein Monolith. Natürlich ein Idealzustand in einem gewissen Sinn, aber es ist interessant, weil mit diesem Modell kam er zum Schluss, wenn das funktioniert mit all diesen Ringen, braucht es keine Verstärkung. Ich hatte die so wie abgewertet, auch wegen einem schlechten Zustand. Und jetzt, also ich weiß noch nicht, wie die Sache ausgeht. Wir sind wirklich, waren gestern am Diskutieren, jetzt bin ich halt hier, aber wir werden nächste Woche weitermachen. Also die Idee, dass man jetzt diese horizontalen Teile verstärkt, so quasi wie Decken in einem Hochhaus, die finde ich jetzt ziemlich vielversprechend, weil auch da der Davoser Schlitten mit diesen vielen Schrauben ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Hingegen jetzt liegend etwas zu versteifen, das könnte interessant werden. Also man sieht hier die Biegemomente in diesen horizontalen Teilen, die natürlich mit der Form etwas zu tun haben, dick, dünn, dick. Wir müssen jetzt auch noch die Torsionen und all diese, wirklich alle Effekte präzise berücksichtigen, um zu wissen, genau da und da verstärken wir. Und das ist noch ein Teil einer Erdbebenanalyse, die Andrin gemacht hat, unter verschiedenen Voraussetzungen. Es ist schwierig, solche Bauten zu analysieren. Wie verhält sich der Turm zum Kirchenschiff? Wie ist die Fundation verbunden? Also man kann das wirklich nur angenähert, grob einschätzen. Aber es ist in der Schweiz ein Thema, das Erdbeben. Wir hatten historisch gesehen das Erdbeben von Basel, aber das Wallis ist eigentlich noch viel erdbebengefährdeter, bei uns in Graubünden etwas weniger, aber es gibt historisch verbürgt eben doch auch Katastrophen, die mit Erdbeben zu tun hatten und man ist an sich verpflichtet, das zu berücksichtigen. Hier sieht es jetzt mit seinem Modell relativ gut aus. Aber das ist ja nicht der einzige Ort. Also etwas weiter südlich ist das Kloster von Müstair, auch an der Tiroler Grenze. Wir haben immer wieder hier in dieser Anlage auch Maßnahmen getroffen. Das ist Auswechseln von faulen Hölzern beispielsweise oder Unterstützen von zu schwachen Stürzen, so wie man das halt macht. Und eine interessante Aufgabe war die Verstärkung des Dachstuhls. Da fehlten Hölzer. Man sagt zum Teil seit den Napoleonischen Kriegen, also hat doch überdauert, aber sie haben das Dach neu gedeckt und bei dieser Gelegenheit wollten sie das in Ordnung bringen. Wir haben vorgeschlagen, Hölzer stumpf einzusetzen, wo sie fehlen, und das Ganze zusammenzuspannen mit Seilen. Also Sie sehen hier jetzt zwei Seile, die werden jetzt gerade angespannt mit einer selbstkonstruierten Vorrichtung, mit diesen Platten, wo man die vorne betätigen, da eine hydraulische Presse. Die drückt die zwei Platten auseinander und die Männer, die hinten stehen mit ihren Rollgabelschlüssen, die ziehen ein Spannschloss an. Das sieht dann so aus am Rand, eine zu schwache, etwas morsche Verbindung mit Stahl. Und hier setzen diese Seile an und insgesamt sehen wir hier Seile so, von
Bügeln ab und zu gehalten, Seile so. Also ist eine sehr unauffällige Verstärkung. Und sie war äußerst bequem zu bauen. Die Seile nimmt man unter den Armen, steigt hoch und breitet sie aus. Also das war eine von mir aus gelungene Instandsetzung. Und jetzt auch hier die Frage des Erdbebens, haben die mich gefragt, dieser Klosterkirche. Das ist schwierig. An sich ist es eine Konstruktion mit hohen Säulen, aber da außen Strebepfeiler anzubauen, ist jetzt nicht etwas, das ich wirklich gerne machen würde. Innen sieht es so aus, da will man es auch nicht etwas machen. Und ich habe damals geschrieben, also ich sehe keine Möglichkeit, Maßnahmen zu treffen. Im Falle eines schweren Erdbebens stürze die Sache ein. Und ja, ich habe mich getraut zu schreiben. Heute würde ich noch dazu schreiben, vielleicht in 10 Jahren sind wir gescheiter, können das besser beurteilen. Aber irgendwie wurde das akzeptiert. Vielleicht hat das mit dem Charakter eines Klosters zu tun. Ich finde es noch interessant, das war letzte Woche, habe ich da ein Flugblatt erhalten vom Appenzell Außerrhodischen Denkmalpfleger. Und da geht es um Blitzschutz. Also Benjamin Franklin 1760 hat den erfunden auf Häusern. Und das führte zu einer Diskussion, ist es zulässig, Blitzschutzanlagen zu montieren oder entzieht man sich damit gottesgerechter Strafe? Und also es hat sich dann doch durchgesetzt, die Blitzableiter zu machen. Und das sind zum Teil wirklich Girlanden. Sehr interessante Teile. Man wollte das wahrscheinlich auch zeigen. Hey, dieses Haus ist blitzgeschützt. Und das ist heute ein Thema bei der Appenzellischen Denkmalpflege. Ich kenne das sonst nicht in der Schweiz. Aber dass man jetzt eben diese Blitzschutzanlagen bewahrt, das finde ich interessant. Und Sie sehen also, mit solchen Instandsetzungsarbeiten kommt man sehr schnell auf recht tiefgründige Themen, die man auch nicht immer wirklich auflösen kann. Dieses Bild wurde von Architekturstudenten der ETH gemacht. Es zeigt einen Umsteigebahnhof in der Schlucht von Finstermünz an der Unterengadiner tirolischen Grenze, etwas weiter unten als Sent. Ich finde es wunderschön, was sie da gemacht haben. Das entstand im Rahmen einer Studioarbeit. Also die ETH gibt ab und zu so wie Studios, wo, also das waren jetzt Marcel Meili, Günter Vogt als Landschaftsarchitekt und ich, also Architekt, Landschaftsarchitekt und Ingenieur, wir hatten ein Studio für 4 Monate an der ETH und wir konnten machen, was wir wollten. Und wir haben gedacht, wir wagen mal den Versuch mit Architekturstudenten, die Drei-Länder-Bahn, haben wir das genannt, zu studieren. Das ist ja immer eine wiederkehrende Diskussion, Tirol, Graubünden, dieses fragmentarische Bahnnetz mal fertigzustellen. Und wir haben gesagt, ihr dürft alles machen, nur keine langen Tunnels. Lange Tunnel wollen wir nicht. Wir finden in der Tradition der Rätischen Bahn, wir möchten Anlagen, die ein bestimmtes Reiseerlebnis vermitteln. Und das ist auch eine architektonische Aufgabe und müsste von Architekturstudenten irgendwie bewältigbar sein. Es war ein Experiment, wir wussten nicht, wie das ausgeht. Und wir sind dann mal die Sachen anschauen gegangen. Das ist noch so das Programm, also es waren durchaus international besetzte Studenten. Wir haben auch Experten beigezogen für bestimmte Fragen. Und dann ließen wir die arbeiten. Also, das ist Schkuhl, Endpunkt der Rätischen Bahn. Und Sie sehen, da geht ein Gleis in die Wiese. Also das war offensichtlich, oder nicht, das weiß man auch, das war beim Bau gedacht als Verbindung nach Wien. Das provisorisch hört das dort auf, aber man träumte davon, die Bahnlinie weiterzuführen. Das ist Mals im Finchgau.
Auch da, oder? Diesen Einschnitt macht man nicht, wenn man nicht bestimmte Absichten damit verbindet. Und Landeck, da gibt es ein Tunnelportal der Reschenbahn, die im Ersten Weltkrieg bereits begonnen wurde zu bauen. Also drei Punkte, die wollen alle zueinander. Abschuhl ist Meterspur und die anderen zwei sind Normalspur und so. Also das sind interessante Probleme. Ich zeige noch ein paar Skizzen dieser Reschenbahn, also Landeck da oben. Das ist 1918. Die geht da hoch mit Varianten verschiedener Steigung, kunstvolle Kehrtunnel, weiter nach Reschen, etwas detaillierter. Also da ist die Grenze, Schweiz, Tirol, Finstermünz, eben unterschiedliche Positionen der Station, wie vorhin das romantische Landschaftsbild, ganz unten am Fluss. Und dann steigt man irgendwie nach Nauders hoch und geht dann über den relativ niedrigen und flachen Reschenpass Richtung Süden. Im Süden gibt das auch Anlass, wiederum so in Gebirgsbahntradition mit Schleifen, Kehrtunnels zu ganz verschiedenen Entwicklungen. Also wir haben uns auch kundig gemacht mit verschiedenen Publikationen. Man kann sagen, heute mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz in den Ländern reisen zum Beispiel auch pensionierte Menschen gerne mit der Bahn, aber sie haben kein Auto. Sie sind eigentlich auch darauf angewiesen, dass eine Feinverteilung per Bahn geschieht. Und ich denke, es ist ein Potenzial da, um das Bahnnetz zu verdichten, einfach um diesen Reisebedürfnissen gerecht zu werden, die heute nicht mehr ausschließlich mit dem Auto geschehen. Und die schnelle Fahrzeit spielt da auch nicht eine Rolle, sondern die Attraktion wäre eben ein Ziel. Also es gibt da Statistiken von der Rätischen Bahn und so weiter. Wie gesagt, es sind jetzt auch Diskussionen im Gange da zwischen den drei Ländern. Aber die Diskussionen, die sehen so aus, oder? Eine Variante. Also alles so 30 Kilometer Tunnels, oder? Also völlig uninteressant als Reise. Also eben dem wollten wir mal was entgegensetzen. Natürlich ist es viel komplizierter, oberirdisch zu fahren und mit allen Grundeigentümern und was man sonst berücksichtigen muss, das hat man alles nicht im Loch unten. Aber es ist ein Verlust an einer Bewegungskultur. Ich zeige Ihnen mal, was man da verpassen würde. Das ist oberhalb Ramosch, Blick Richtung Tirol, rechts der Pizlat, hinten rechts, hinter dem Berg, der Reschenpass. Also nicht weit weg von Schkuhl nach unten. Das ist von der Schweizer Seite her Blick in die Finstermünzschlucht. Den Felssporn haben wir schon gesehen vorher. Die andere Aussicht aus der Tiroler Seite Richtung Engadin. Blick nach Pfunz, von der Samnauner Straße aus habe ich die Aufnahme gemacht. Rechts am Hang klebt die Reschenpassstraße. Das ist ein unglaublich kühne Unternehmen, schon früher, aber bis heute geblieben. Kajetansbrücke, oberhalb Pfunz, über den Inn. Ab da steigt es dann hoch Richtung Reschenpass, wirklich durch die Felsen. Hier Galerien, die so auf 200 Meter Fallhöhe von Gesteinen bemessen wurden. Noch so alte Überreste aus der KUK-Zeit. Ist auch interessant, wie das überlebt. Post und Telegrafie, also Drähte habe ich keine mehr entdeckt, aber mindestens das Haus steht noch. Reschensee mit diesen kräftigen Galerien. Dann der größte Schuttkegel Europas, hat man mir gesagt. Der Abstieg nach Mals, südlich des Reschenpasses. Die Straße mit diesen gewaltigen großen Schlaufen. Die Ankunft in Mals mit diesen zerzausten Bäumen. Ich meine, das sind unglaublich starke Landschaftsbilder. Also ich habe jetzt das ein paar Jahre nicht mehr angeschaut, aber gefunden, heute Abend in Innsbruck möchte ich das präsentieren. Dann unten rechts wieder Mals, Rückblick auf diesen gigantischen Kegel mit dem Reschenpass im Hintergrund.
Das ist jetzt zum Beispiel ein Foto von Studenten. Die sind dann Frühjahr hochgegangen, haben dem Schnee getrotzt, ist der Pizzlat im Hintergrund, also zwischen Reschenpass und Schuhl. Ich gehe jetzt kurz auf ein paar Projekte ein. Ich kann natürlich nicht alles, würde zwar gerne, aber ich kann nicht alles zeigen. Aber das ist zum Beispiel ein Vorschlag, der geht einfach von Schuhl aus horizontal weiter. Also erhebt sich immer mehr über die Talsohle, bedient Dörfer wie Tschlin. Und dann kommt von Landeck, von Norden her, die Normalspurstrecke. Und hier vereinigen sie sich. Das sieht dann so aus. Ja, Moment, nein. Das ist noch ein Detail. Also die haben das wirklich absolut seriös angeschaut, mit Kurvenradien, Tunneln und so. Also ich war äußerst beeindruckt, wie sich die engagiert haben in dieser Aufgabe. Und hier jetzt die Vereinigung der beiden Linien. Die Normalspur von Landeck her holt aus in einem Tunnel, die Meterspur von Schuhl her auch. Und gemeinsam überspannen sie den Inn auf einer hohen Brücke an der engsten Stelle der Fenstermünzschlucht. Hier noch etwas näher. Und ich war äußerst bewegt, als ich das gesehen habe. Also mein Vater war auch Kartograf. Und irgendwie die Karten haben so etwas Suggestives, als ich das gesehen habe. Ich gesagt, eigentlich ist schon fast da, und ist schon fast gebaut, das geht, das ist möglich, das wäre eine wirklich gute Sache. Ich würde Aktien zeichnen mit bescheidenen Mitteln, weil ich daran glauben würde, dass das ein erfolgreiches Projekt wäre. Und jetzt diese Brücke. Also ist etwas 300 Meter hoch. Ist gewaltig, aber es ist die engste Stelle und es macht irgendwie Sinn. Und diese Studentengruppe hat jetzt Folgendes gemacht. Sie hat gesagt, das ist die Meterspur von Schuhl, das ist die Normalspur von Landeck und zwischendurch machen wir eine Fußgängerpassage. Die Fußgänger kommen über den Tunnel her, steigen hier eine Treppe hinunter und da hinten klettern sie die Felswand hoch. Also im Schnitt so, also gute Brückenquerschnitte, für das sie Architekten gezeichnet haben. Und das wäre jetzt der Aufstieg, da in der Felswand, eingefräst, so wie die, vielleicht kennen Sie die Balduina-Schlucht, also es gibt so ein paar Beispiele, wo man dann wirklich in extrem steiler Position da hochkommt und dann weggeht. Also ich finde wirklich, das hat ein Potenzial von außergewöhnlichen Ideen, das sehr faszinierend gewesen wäre. Jetzt noch als Ergänzung, das war jetzt die Situation, eine andere Gruppe eben dieses romantischen Titelbilds, da ist jetzt die Umsteigestation unten und nachher geht es da in einer großen Kehre hoch und gewinnt dann die Fläche von Nauders. Und um damit abzuschließen, noch ein paar Längenprofile. Also eine Linie steigt schon in Schuhl, geht da eben da beim Schnee unter dem Pizzlat direkt rüber, bedient Nauders nicht, sondern ist viel höher. Auch sicher eine interessante Lösung, die man auch nicht sagen kann. Und das fand ich auch noch eine gute Idee, der Bahnhof von Reschen im See. Wenn man schon einen Kirchturm im See hat, kann man auch einen Bahnhof in den See stellen, dann nimmt man niemandem Land weg. Und das wäre so die Situation. Bahnhof auf Stützen im See. Und dann unten so der Schnitt mit den Zugangsbrücken und Treppen, weil es ist ein Stausee, der hat verschiedene Niveaus, die Treppe ist dann ab und zu begehbar. Gut, also das so einfach als Beispiel für eine sehr lustvolle Arbeit mit Marcel Meile, mit Günter Vogt und diesen Studentengruppen. Und also die Idee ist jetzt mal gesetzt, was dadurch geschieht, wird sich erweisen. Jetzt einfach so als Hommage an Marcel Meile, der ist leider gestorben vor wenigen Jahren zu früh und war für mich ein ganz wichtiger Arbeitspartner und auch Freund. Als Junge haben wir zusammen die Holzfachschule Biel gebaut. Das war damals der größte Holzbau in der Schweiz. Großmaßstäblich, auch im Tragwerk. Anschließend den Mursteg in der Steiermark, in Murau, mit diesen im Grundriss versetzten Scheiben. Das gab viele Diskussionen. Man sieht hier die beiden versetzten Scheiben, die eine Art Innenraum kreieren. Man ist nicht links oder rechts von der Wand, sondern durch den Versatz ist man immer irgendwie drin. Und dann als Frucht der Diskussion so ein paar Diagramme, die ich gemacht habe. Also abgesehen wird auch die Auflagerfläche verbessert durch diese seitliche Positionierung der Scheiben. Und die
Also Marcel Meili hat mir dann erklärt, das hat zu tun mit dem Buch Transparenz von Colin Rowe. Der nimmt Bezug auf Bilder von Fernand Léger mit diesem sogenannten untiefen Raum. Und ich habe dann mit großem Interesse und großer Begeisterung dieses Buch studiert, wo es eben um räumliche Effekte auf eine sehr präzise und selbsterklärende Weise geht. Also das auch ein Verdienst von Marcel Meili und Markus Peter, dass ich da so ein bisschen eine Horizonterweiterung erhalten habe. Und noch ein Projekt mit Ihnen möchte ich erwähnen. Das ist die Kirche in Eremos im Wallis von Walter Förderer, ein sehr eigenwilliger Architekt, der sich als Skulpteur verstand in erster Linie. Der hat es in den 60er Jahren hier zur Zeit des Baus der Grand Dixence Staumauer, man hat gesagt, er hätte den vorigen Beton benutzt, solche Skulpturen aufgebaut. Und er hat auch die Handelshochschule St. Gallen erbaut. Da war er vergleichsweise diszipliniert. Es ist ein sehr schöner, kräftiger Sichtbetonbau. Und die Schule galt es zu erweitern in einem Wettbewerb. Und Marcel Meili und Markus Peter haben mit mir zusammen dabei teilgenommen. Und wir versuchten quasi eine rationale Antwort auf den Förderer, der jetzt hier im Rücken steht, zu finden. Das Gebäude ist eine Betonkonstruktion und die liegt auf ganz wenigen Auflagern. Also wo es rot ist, hängt sie an den Dachträgern, wo es blau ist, drückt sie auf Stützen. Auch im Sinne einer Flexibilität, aber auch einer bestimmten Raumwirkung. Und das ist eine Innenperspektive der Bibliothek. Also, Sie sehen Stützen und dann recht große Rahmen, die auf diesen Stützen balancieren. Also, wir fielen gerade von Anfang an weg. Die Jury fand das irgendwie völlig zu pathetisch. Und die, also, die haben überhaupt nichts daran gefunden. Und ja, das ist ein bisschen unscharf leider, aber also ich habe recht intensiv daran gearbeitet mit Spannkabeln und Spannungsanalysen, um diese Rahmen wirklich glaubwürdig präsentieren zu können. Gut, das war jetzt so der Zwischenraum zwischen Chur und Innsbruck. Jetzt bauen im UNESCO Weltkulturerbe heißt zum Beispiel Transformation bestehender Anlagen, die ungenügend sind. Ich finde das nicht gut mit dem Licht. Kann man das wieder löschen? Ja, danke. Also, Alpgrüm ist an der Bernina-Linie. So eine der berühmtesten Kurven der Rätischen Bahn. Hier unten der Lago di Poschiavo, hier hinten Tirana, das Veltlin und hier oben auf 2100 Meter dieser Bahnhof. Nachher beginnt ja, diese kennen Sie sicher auch, Sequenz von Schlaufen, um diesen Höhenunterschied zu bewältigen. Im Winter kann es extrem viel Schnee geben hier, ich zeige nachher weshalb, und man musste dann im Laufe der Zeit auch nach einigen schweren Unfällen Galerien erstellen. Die Bahn war ursprünglich für Sommerbetrieb gedacht. Man hat dann so, bei milden Wintern ist man dann auch weitergefahren und immer hat man gemerkt, das ist eigentlich noch eine gute Sache, auch im Winter. Und dann musste man aber sehr viele Stellen ertüchtigen. Also eben diese drei Galerien. Und Sie sehen hier, da oben ist eine Hochebene, die geht da hinten weiter, die heißt Brudalvent, also Wiese des Windes. Und von Norden her können das sehr heftige Stürme drüber wegfegen und die nehmen allen Schnee mit. Und kaum ist da die Ebene zu Ende, lagert das den Schnee ab, also genau hier, wo die Station liegt und dann dieser steile Hang, der eben, obwohl er gar nicht so wild aussieht, oft Auslöser von Lawinen war. Und wir sehen jetzt diese dreistufige Linienführung, die oberste Galerie, der Bahnhof, die Kehre, die zweite Galerie, den Kehrtunnel, die dritte Galerie und nachher geht es dann weiter. Diese Galerie war so ein Produkt der 50er Jahre, vorfabrizierte Betonelemente, sehr filigran.
logistisch sehr schwierig. Wir haben nur die Bahn. Keine Straße weit und breit, kurze Bausaison unter Betrieb zu erstellen. Das war dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend, war es immer so dreigeteilt. Also wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie immer, es gibt so einen unregelmäßigen Rhythmus. Randfeld, größeres Mittelfeld, Randfeld, Randfeld, größeres Mittelfeld, Randfeld. Das ist noch interessant, so mit vielen Dilatationsfugen, die mitschuldig daran waren, dass einfach Wasser penetrierte und die Anlage zum Korrodieren brachte. Nach heutigen Begriffen der Bahn ist sie auch zu eng oder war sie zu eng. Also es ging darum, diese Galerie zu ersetzen. Die war irgendwie am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Und wir haben ein Konzept entworfen, das eine neue Galerie um die alte herum baut. Also man baut und die Züge fahren, sind geschützt, die merken gar nicht viel vom Bau. Und am Schluss nimmt man die gelbe alte Galerie heraus. Nämlich so, mit einem Eisenbahnwagen, man schneidet sie durch und nimmt die Teile nach unten, transportiert sie ab. Die Rätische Bahn kam ursprünglich mit dem Vorschlag, so einer Galerie mit so schlanken Stahlstützen, um da die Sicht nicht irgendwie zu behindern. Und uns hat das nicht so gefallen. Und heute, das war lustig aus dem Zug, also lustig, es war mir nicht bewusst, aber es gibt da die wunderschöne Martinswand-Galerie der Taunbahn, da ein paar Kilometer weiter im Westen, die wirklich aus Beton so mit dem Fels verschmilzt. Und wahrscheinlich war das mit ein Anlass zu sagen, es ist besser, diese Galerie massiv zu bauen, mit Beton. Es folgte dann so eine Studie mit verschiedenen Trägerformen. Wir wollten es ein bisschen differenzieren und auch die Stützen haben unterschiedliche Abmessungen und man kann das meiner Meinung nach nur am Modell studieren. Solche Fragen brauchen ein Modell. Kommen wir dann später nochmals darauf zurück. Also hier, das sind meine Partner, Joel Bögle links, Gianfranco Bronzini rechts. Die studieren jetzt gerade den Abschluss mit dem Schutzgitter. Und dann wurde das dann umgesetzt, gezeichnet. Das sind so die vorfabrizierten Stützen. Hochfester Beton, viel Stahl drin. Und die sind jetzt auch den statischen Verhältnissen entsprechend unten quer zur Bahn stark und längs dünn. Und oben umgekehrt längs zur Bahn stark für eine Rahmenwirkung. Aber für die abtreibenden Kräfte des Schnees sind sie wie Kragarme, die unten kräftig eingespannt sind und sich nach oben verjüngen. Also das fanden wir natürlich auch formal eine starke Form. Und hier ist sie schon fast fertig. Man sieht noch gewisse Unterschiede in der Dacheindeckung. Und das war auch heute logistisch eine Herausforderung. Alles Material mit der Bahn antransportieren, Seilkrane von der Station über verschiedene Abstützungen an die jeweiligen Bauorte, auch um den Baumbestand zu schonen. Man kann da nicht einfach irgendwie eine Straße hinzubauen. Geht nicht. Und das so Eindrücke von der fertigen Galerie. Etwas Konvertierung ins PDF hat dann nicht so gut geklappt. Aber das ist so ein Bild vom obersten Teilstück auf 2100 Meter. Und wir haben die Rippendecken, das ist nicht für schön. Das ist wirklich, um Beton zu sparen. Im Grunde genommen haben sich die Bedingungen der Baustelle nicht verändert in den letzten 70 Jahren. Darum ist es eigentlich so naturgemäß etwas Ähnliches geworden wie die alte Galerie. Es war nicht unser Ziel, irgendwie Mimikry zu üben, sozusagen man ersetzt etwas, aber man schaut, dass es möglichst ähnlich aussieht wie das alte. Das ist meistens peinlich, sage ich jetzt mal. Aber einfach aus der Analyse der Bedingungen hat sich ergeben, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit der alten Galerie hat. Und das finden wir gut. Und wir sind auch glücklich, und nicht nur wir, die Bahn auch. Es war auch kostengünstiger mit den Betonstützen als mit diesen Metallrohren. Und wir finden es eine gelungene Lösung. Also, natürlich spielt ein Element der Erinnerung und ein Element des Historismus und ein Element der Rekonstruktion mit eine Rolle, aber man soll sich nicht von solchen, ich sag mal, ein bisschen Äußerlichkeiten dominieren lassen bei einem Entwurf. Also ein Ingenieurentwurf muss zuerst mal intelligent sein, unabhängig von der Geschichte des Ortes, finde ich. Aber es darf natürlich mitspielen. Ich zeige jetzt noch ein paar Hinweise. Das sind Rekonstruktionen von steinernen Viadukten der Rätischen Bahn und
man muss wegen Abdichtigkeitsgründen eigentlich heute einen betonierten Schottertrog bauen. Aber diese Kranzsteine, die schon 1900 so ein letztes klassizistisches Element waren, die braucht es einfach. Natürlich ist hier offensichtlich, dass die keine Funktion mehr haben, aber es braucht sie. Das sieht dann etwa so aus nachher. Also das sind da oben ganz dünne Steine vor dem Beton. Und natürlich ist das ein bisschen fake, aber es ist fake aus Respekt gegenüber der Historie dieser großartigen Brücken. Man kann es auch so machen, aber ist eine Zerstörung des Aspekts eines solchen Viadukts. Das ist weit weg. Wenn Sie jetzt den Landwasserviadukt anschauen, links vor und rechts nach der Instandsetzung, er ist etwas breiter. Und das hat viele Gründe. Längere Wagen, stärkere Geschwindigkeiten, mehr Querneigung und, und. Also man konnte dem nicht ganz ausweichen, aber ich finde es doch, diese an sich schmucklose Fläche, dieses Volumen und dann oben diese Steine, ist einfach ganz wichtig, dass man die behält. Also in dem Sinn ist es die Arbeit des Ingenieurs nicht immer nur auf eine rationelle Konstruktion hin orientiert, sondern auch, ja, ich kann es nicht anders sagen, ein Respekt gegenüber der Geschichte. Und das ist ein Tunnelportal, das neu gebaut wurde. Viele Tunnel der Rätischen Bahn sind in einem schlechten Zustand. Sie haben an sich ein schlechtes Profil, das muss man heute sagen, weil es hat da unten eine 10:1 geneigte gerade Paramentwand, dann kommt ein Halbkreis und dann geht es wieder gerade nach unten. Und bei vielen Tunneln nach 100 Jahren drückt diese Wand nach innen. Sie leistet zu wenig Widerstand gegen irgendwelche Frostbeanspruchungen. Dann muss man sagen, sind diese Tunnel bei der Albula-Bahn noch aus der Dampflokzeit. Man hat dann später ganz zentimetergenau den Fahrdraht eingezogen. Und es gibt jetzt vielleicht 70% der Tunnel dieser Bahnlinie, also UNESCO-Weltkulturerbe, bei denen man nach langen Versuchen und Verhandlungen eigentlich zum Schluss gekommen ist, wir machen innen eine komplett neue Röhre aus vorfabrizierten Beton-Tübings. Sie haben auch sehr intelligente Bauverfahren entwickelt, sodass man unter Betrieb diese Arbeiten machen kann. Und Sie haben mich dann gefragt, wie sollen wir mit den Portalen umgehen? Und ich habe gesagt, ich finde diese Profilform, auch wenn sie ungünstig ist, ist so charakteristisch für diese Bahnlinie, dass wir die beibehalten sollten und den Stein als Baumaterial natürlich auch, weil einfach das ist der Grundsatz dieser Bahn, Ehre dem Stein hieß das um 1900, steinerne Viadukte, steinerne Stützmauern, steinerne Tunnelportale und wir haben einfach die Proportion des alten Portals genommen und 11% aufgeblasen. Also alles die Umrisse sind einfach mit diesen 11% vergrößert. Das heißt, diese Kranzsteine des Bogens mussten neu bestellt werden, weil die alten logischerweise nicht mehr passten. Der Rest ist mit den alten Steinen wieder aufgemauert. Da kann man die Kantenbearbeitung und so weiter gut benutzen. Soweit so gut, mit der lokalen Denkmalpflege und der Begleitkommission der UNESCO abgesprochen. Und dann kam irgendwann das Bundesamt für Kultur in Bern, bekam kalte Füße, hat eine UNESCO-Kommission einberufen. Und das wurde sehr skurril. Es gab da eine Sitzung in Bergün, wo dann ein polnischer Ingenieur und ein holländischer Architekt mir erklärten, wie man mit der Bausubstanz der Rätischen Bahn umgehen müsse. Und es fielen da Worte wie Pseudohistorismus und der Kontrast des gemauerten Portals zu dem Beton im Innern sei zu groß. Also war für mich so ein bisschen ernüchternd, weil ich an sich gerne mit Denkmalpflegern arbeite und mich das interessiert und weil ich nach wie vor der Meinung bin, das ist die adäquate Antwort auf ein virulentes Problem, das man nicht vor sich hinschieben kann. Und wenn man da die Leitsätze der Denkmalpflege der Schweiz anschaut, die sind schon gut. Also die Denkmalpflegekommission der Schweiz hat Leitsätze formuliert. Und natürlich ist Substanzerhaltung ein sehr großes Gebot. Aber umgekehrt finde ich, ein Tunnelportal einer Eisenbahn ist einfach nicht mit dem Eingang einer Kathedrale zu vergleichen.
Drum, also im Moment ist das eine pendente Frage. Die haben dann gedroht, das UNESCO-Welterbe wegzunehmen. Und irgendwann zuckt man mit den Schultern und sagt, ja, dann halt, ich glaube nicht, dass sie das machen wirklich. Aber das ist jetzt noch spannend, was da herauskommt, weil es war einfach eine Kritik. Noch nie hat jemand einen besseren Vorschlag gebracht. Oder? Sonst würde ich den sofort befolgen. Aber es ist interessant, wie das so ein Grenzgebiet ist, Denkmalpflege, zum Teil eben so ein bisschen, ich sage jetzt bösartig, schöngeistig. Und natürlich dann die praktische Arbeit, eben Historismus für mich. War auch sehr interessant, diese Gewölbe wieder aufzumauern. Man kann nicht einfach beginnen, sonst passt der letzte Stein nicht. Sondern wir machten 1-zu-1-Schablonen, bei denen die Toleranzen laufend korrigiert wurden und so weiter. Also Historismus ist eine gute Erfahrung, wenn man selber mal praktiziert. Da lernt man viel. Und das geht auch so ein bisschen in einen freien Historismus. Das ist eine Zufahrtsbrücke bei der Station Davos-Wiesen. Also die Bahn hat auch Straßenbauten initiiert, um eben zu den Bahnhöfen zu gelangen. Das war eine Brücke, die hatte einfach bündige Brüstungen oben. Und die war jetzt für den Forst zu schmal. Und der Forst ist ziemlich existenziell in dieser Gegend. Und wir haben sie jetzt einseitig verbreitert. Die hintere Seite ist noch so wie alt. Und auf dieser Seite haben wir vorfabrizierte Betonelemente auf die Fahrbahn gelegt und die Brüstung außen neu aufgemauert. Und das ist nicht ein wörtliches Zitat dieser Konsolsteine, die ich so gerne habe, aber es macht ja Sinn, Betonelemente mit Rippen zu versehen. Macht sie leichter, statisch absolut sinnvoll. Und wir finden, das gibt dem Ganzen eine angenehme Maßstäblichkeit. Ich habe am Schluss gesagt, das ist ein freier Historismus. Also, das sind so Fragen, die uns halt beschäftigen in diesem Kontext dieser so historisch befrachteten Baukultur des Kantons Graubünden. Ich zeige dann noch ein anderes Beispiel, so als kleines Intermezzo. Es gibt das Grand Hotel Giesbach am Brienzersee im Berner Oberland, da unten ist der See. So, Belle Epoque Hotel, ganz schön. Der Giesbach ist eine Kaskade von Wasserfällen mit einem Wanderweg, zum Teil über das Wasser, zum Teil hinter dem Wasser. Roman Abt erfand eine Standseilbahn mit der sogenannten Abtschen Ausweiche. Also die beiden Kabinen sind kombiniert durch ein Seil, das umläuft oben. Und weil da sehr viel Platz dieser Bahn auf einer Brücke liegt, wäre eine doppelspurige Brücke sehr aufwendig geworden. Also er hat es genau die Kreuzungsstelle definiert. Das ist eine lokale Aufweitung in der Brücke. Das hat er an diesem Hotel erfunden, Roman Abt. Und das war die primäre Zufahrt zum Hotel. Man kommt mit dem Schiff an, geht mit der Drahtseilbahn hoch und tritt dann in das Entree des Hotels. Heute kommen die Leute mit dem Auto. Also da ist das Hotel, da hinten kommt die Bahn an von unten und da oben ist jetzt eine Straße und hier haben sie mittlerweile einen Parkplatz eingerichtet, die Leute müssen da runterlaufen. Das ist so eine Dépendance, ein Gebäude und das war unbefriedigend und sie haben uns gefragt, hier eine Verbesserung vorzuschlagen. Das ist jetzt vom Hotel aus gesehen die Dépendance, da rechts oben ist der Parkplatz und wir haben nach einigen Überlegungen gesagt, es macht Sinn, einen Liftturm zu bauen und eine Zugangsbrücke zum Liftturm. Nicht zuletzt auch, weil die Landschaft unter dieser Brücke durchlässig bleibt und nicht durch ein Hindernis getrennt wird. Also das war unsere Grundidee. So am Waldrand, das ist der Grundriss, Parking, Zugangsbrücke, Lift. Dann kann man von hier unter der gedeckten Terrasse bei Regen weiterlaufen. Ich habe dann vorgeschlagen, da hinten den Zugang zum Hotel auch noch zu decken. Ui, ja, tut mir leid. Also man sieht da Holzkonstruktion auf Stützen und der Turm. Und jetzt ging es darum, eigentlich die schöne Aussicht des Hotels nicht vorwegzunehmen. Also die Idee war eigentlich, durch ein eher so introvertiertes Tragwerk zum Lift zu gelangen, mit einzelnen Fenstern belichtet, aber eigentlich eher so als Holzgang, wie man ihn ja auch kennt. Und dann hier mit dem Lift nach unten zu gehen, oder dann gibt es Treppen als Nottreppen, aber man könnte die auch öffentlich benutzen. So. Gut, da oben gibt es noch so einen Schönwetterzugang mit ein paar Balkonen, aber das war jetzt eher nebensächlich. Und wir dachten auch im Lift, wir wollen nicht einen Glaslift, der schon alles zu früh
eröffnet, sondern wir wollen eher so ein bisschen Kirchturmstimmung erzeugen. Also im Inneren dieser Holzkonstruktion, die relativ düster mit einzelnen Lichtpunkten ist, dass man da hochfährt und wir finden, als Ingenieure finden wir das halt auch interessanter. Gut, jetzt letztes Kapitel wäre nach dem Felssturz dieses Projekt Bondo, ist ein großes Projekt mit einer ganzen Gruppe von Projektierenden. Und wie, also unser Büro hat die Federführung, aber es geht um Wasserbau, es geht um Landschaftsgestaltung, es geht um Straßenbau. Das ist eine Luftaufnahme des Bergells. Vorne, unten vorne liegt Gavenna, da geht es hoch, Castassegna, Bondo, Promontonia, Stampa, Heimat der Giacomettis, Vico Soprano, Casace hinten, Maloja Pass und da links ist dann St. Moritz. Also ein wichtiger Zugang von Süden. Diese Bergeller Berge sind vulkanisch, aber unterirdische Vulkanausbrüche, ganz merkwürdige Gestalten. Mit so Spitzen da hinten, die findet man sonst nicht in der Schweiz. Also hier da diese Zacken, sehr beliebt bei Kletterern. Und das ist der Piz Cengalo. Und 2017 brachen 3 Millionen Kubikmeter Fels ab. Das ist eine unglaubliche Menge. Also hier Abbruch dieser ganzen Bergflanke des Cengalo. Bei schönstem Wetter stürzte diese Felsmasse 1000 Meter in die Tiefe. Sie zermalmte einige kleine Gletscher. Durch die Hitze schmolzen die sofort. Beim Aufprall hat sie das Grundwasser aus dem Boden gedrückt. Und das führte dazu hier, dass wirklich bei schönstem Wetter kam eine Steinlawine, eine Frana, dieses Tal heraus. Und die Leute konnten gerade noch flüchten. Hinten wurden 8 Touristen verschüttet, die hat man nicht mehr gefunden. Und dann die Zerstörung zwischen Bondo rechts und Promontonia hinten. Das sind die letzten Minuten der alten Punt, die die beiden Dorfteile verbunden hat. Das Haus wurde zerstört. Hier wurden glücklicherweise niemand verletzt, aber die traumatischen Erfahrungen der Leute, die hier das miterlebt haben, die wirken bis heute nach. Also wir haben in einer Fraktion des Ortes einem Hausbesitzer eine Betonmauer 4 Meter hoch, etwa 3 Meter vor die Fassade gesetzt und er hat sich bedankt. Er war wirklich höchst erleichtert, dass er jetzt Schutz hat. Das ist eine ganz eigene Erfahrung. Es waren insgesamt 3 Urgänge, die sich lösten. Es gab hier ein Auffangbecken für diese Bondasca, das ist der Bach. Man hat Tag und Nacht dieses Auffangbecken geleert, weil man wusste, da kommt noch mal was. Und das hat gerade so gereicht, dass die Schäden wirklich, natürlich, es gibt Schäden, die sind auch nicht irgendwie harmlos, aber die Schäden hielten sich in Grenzen. Aber um doch das Ausmaß zu verstehen, hier ist ein Tunnelportal der Hauptstraße. Die Straße geht hier durch. Da ist eine Brücke, von der sieht man nichts mehr. Und die geht da weg. Die Brücke ist heute wieder in Betrieb, man hat die freigeschaufelt und wunderbarerweise ist sie noch tragfähig, bis auf ein paar Risse. Aber das war schon ein Naturereignis von Ausmaßen, die man nicht vorher gesehen hatte. Und natürlich mit allen Konsequenzen, die Leute wurden evakuiert, also Tage, Wochen lang. Die ganzen Spannungen, die das erzeugt, wann darf ich zurück, wer sichert mein Hab und Gut, wenn es leer ist im Dorf und so weiter. All diese Fragen haben eine große Rolle gespielt. Nach diesen Ereignissen 2017 hat man Notmaßnahmen getroffen und dann später einen Projektwettbewerb für eine definitive Lösung ausgeschrieben. Also wir konnten diesen Wettbewerb gewinnen in diesem großen Team. Das ist jetzt eine Übersicht, also hier eine neue höher liegende Bondasca-Brücke, die Brücke auch neu, höher, Spino, diese Fraktion mit dieser Schutzwand aus Beton hier, neben der Hausbesitzer, der jetzt froh ist, hinter der Wand, und dann ein Ersatz hier für die Punt, die zerstörte, kleinere Steinbrücke. Es ist eine sehr
schöne Situation mit diesen Grotti in den Kastanienwäldern. Da die Straße, die alte Straße, die die beiden Dörfer verband, die dann unterbrochen wurde. Und die Brücke steht immer noch in Promontone über die Maira, über den Hauptbach. Aber einfach lakonisch, Heimat. 1914. Und es ist interessant, dieses Tal hat wirklich konstant diese Steinbogenbrücken gepflegt und erhalten und repariert oder auch ersetzt. Also wir sehen hier die alte Spitzerumbrücke, die wurde 1927 zerstört bei einem Hochwasser. Die wurde neu aufgebaut mit größerem Profil, aber in Beton und Stein. Also alle 100 Jahre offenbar baut man die neu. Ich hoffe, unsere halte länger, aber die ersetzen wir jetzt. Das ist etwas weiter oben eine Brücke, bei der auch 1927 beim Jahrhunderthochwasser ein Pfeiler zerstört wurde. Man hat hier eine neue Öffnung ergänzt. Und das ist schon spannend, das ist eigentlich schon fast ein Maillard, oder? Als Betonkonstruktion, weil die musste leicht sein, damit sie mit der doppelten Öffnung die Pfeiler nicht zur Seite drückt. Also musste viel leichter sein als die alten Öffnungen. Und man hat dann die auch relativ kunstvoll, so fast wie wir da bei der Rätischen Bahn, mit Steinen verkleidet. Und auch die sonst sehr modernistisch eingestellte Schweizerische Bauzeitung hat gesagt, das sei jetzt wirklich eine gelungene Lösung. Und das ist die neue Straße. Von oben gesehen, da die Bondasca, also Ersatz für die eingeschüttete Brücke, viel höher. Und das war jetzt für uns ein kulturelles Vermächtnis sozusagen. Meine, das sind 65 Meter Spannweite. Das macht man jetzt nicht mit so einem flachen Steinbogen. Das geht einfach nicht. Aber wir sagten, wir machen einen Betonrahmen. Wir wollen mit der Konstruktion unten bleiben und sagen, die Extrapolation der Steinbogenbrücke ist dann vielleicht der Betonrahmen. Wir machen keine Dämme, wir machen Stützmauern mit Naturstein aus der Region. Also das war eine Maßnahme. Hier sehen wir die Brücke, ist 65 Meter, hat Hohlräume am Rand, in der Mitte eine dünne Platte, hier neue Postautohaltestelle, großzügiger Durchgang für die Leute nach Spino. Das war die eine Problematik des Wettbewerbs. Und jetzt da, wie ist das so? Hier ist die Lücke der alten Punt, der kleinen Steinbrücke, die wir am Anfang gesehen haben. Also man kam hier, ging darüber und weiter zu diesen Grotti. Das waren so erste Studien, wie man halt macht. Man versucht, möglichst am alten Ort zu bleiben, aber die neuen Bedingungen bezüglich Weite und Höhe zu erfüllen. Und das war einfach nicht befriedigend. 16% für eine so Dorfverbindung ist zu viel. Fanden wir nicht gut. Und das ist jetzt ein interessanter Entwurfsprozess, finde ich. Also wir sehen wieder die Situation, alte Straße, Lücke. Hinten sieht man es nicht. Hier, aber Sie können sich vorstellen. Also, nein, es stimmt schon. Das ist die XY-Ebene projiziert unten. Also das war früher. Und jetzt kommt dieses Schutzprofil der Bondasca. Das ist dieser Zylinder. In der Mitte braucht es mehr Höhe für diese Murgänge. Und das ist so wie ein schief geneigter Zylinder mit 10% Gefälle. Das muss man freihalten. Und das war jetzt ganz analytisch. Wir haben uns gesagt, was geschieht, wenn wir sagen, wir wollen da rüber, Respektierung dieses Zylinders, aber nicht stärker als 10% Neigung in der Straße. Und das war dann so wie, ergab sich einfach. Wir schließen hier an, steigen mit 10%, oder hier besser jetzt unten immer die Projektion, das ist aber räumlich. Also wir steigen hier und wickeln die Straße sozusagen um diesen Zylinder herum. Und das Interessante war, da doch dieses Gefälle relativ stark ist, holt man durch die horizontale Ausbiegung ziemlich viel Freiraum. Also das war ein sehr rationaler geometrischer Prozess, diese Brücke so zu platzieren. Dann gibt es die Frage der Schleppkurve hier und hier, was zu dieser Aufweitung geführt hat der Straße. Und gleichzeitig hat uns das zu faszinieren begonnen, weil das ist jetzt natürlich sehr ungewohnt. Die alte Straße hier, und jetzt kommt wie im rechten Winkel dazu ein Bügel. Also man kehrt
geht rüber, kehrt nochmals. Aber für uns war es eine schlüssige Antwort für diese Verbindung. Und wie uns nachher gesagt wurde von der Jury, war das mit ein Grund, dass unser Projekt gewonnen hat, weil alle anderen haben sich hinten irgendwie verquält. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass durch das Gefälle dieses Schutzzylinders die Kante jetzt einfach mal schräg wurde. Also rein wieder vom Schutzgedanken her. Und das gibt jetzt einen ganz interessanten Querschnitt, weil durch die horizontale Ausbiegung hat die Brücke Tendenz, nach außen zu kippen. Das heißt, wenn wir jetzt hier außen mehr Material, mehr statische Höhe haben als oben, ist das sehr günstig. Aber auch das hat sich so quasi von selbst entworfen. Also können Sie sich das hier so vorstellen, ein bisschen abstrakt, so eine Drucklinie, also die Kräfte konzentrieren sich hier auf der Außenseite. Und das gibt dann eben diesen merkwürdigen Querschnitt. Ja, das ist die Darstellung im Wettbewerb, also die Brücke als Betonrahmen, sichtbar, mit Steinmauern links und rechts. Im Ortsbild. Und ein Element damals war, dass wir gesagt haben, das ist eine quasi eher fußgängerläufige Verbindung. Wir belegen die mit Steinplatten, um sie so ein bisschen häuslicher zu machen. Und wir belegen auch die Brüstungen mit Steinplatten vom Ort. Hier noch das zweitrangierte Projekt, eben mit dieser quasi Mischung zwischen Trog, Brücke, aber mit sehr steilen Rampen dahinten. Wir haben das quasi um 90 Grad in die Horizontale gedreht. Und unten, rein technisch, versteht man noch den Langerschen Balken, natürlich um eine minimale Bauhöhe zu erzielen. Aber das war jetzt wirklich eine kulturelle Frage. Das ist einfach ortsfremd in diesem Zusammenhang und auch irgendwie mindestens emotional zu wenig robust, diese feingliedrige Stahlkonstruktion. Ja, das Modell beim Wettbewerb, also das riesige Auffangbecken hier, die Punt da rechts und die neue Bondaska-Brücke mit den Mauern da unten. Jetzt baut Lydia ein Holzmodell der Punt. Also Lydia ist gelernte Möbelschreinerin und das war sehr eine komplexe Arbeit, weil die Brücke ist nach oben und im Grunde ist gekrümmt und ich zeichnete Schablonen und es war eine langwierige, aber auch beglückende Arbeit, so die Brücke wirklich entstehen zu sehen. Und dann kam der Clou. Also wir hatten es natürlich auch dreidimensional auf dem Computerprogramm aufgebaut, da alles angeschaut und gedacht, das kommt gut. Und jetzt sieht man da diese Granitabdeckungen. Und Lydia hatte gesagt, nimm die weg bitte, die sind falsch. Und tatsächlich, wir haben all diese Reminiszenzen, diese Steinelemente weggenommen. Aus dem Grund, dieser Bügel, das ist so eine Art, ein fremdes, neuartiges Element. Und jetzt schließe ich den Kreis zum ersten Foto mit diesen Stativen da aus Metall. Irgendwie ist es lächerlich, so etwas mimetisch an das Dorfbild angleichen zu wollen. Und wir haben das erst dank dem Holzmodell entdeckt. Vorher waren alle einig, ja, das müssen wir auch verteidigen, weil es kostet ziemlich viel, diese Steingeschichten. Und als wir das Modell hatten, waren alle sofort der Meinung, klar, lassen wir weg. Und zwar nicht aus Kostengründen, sondern weil es einfach die falsche Reaktion wäre. Und dann sahen wir natürlich solche Sachen, das geht auch nicht, das haben wir alles korrigiert. Aber auch das, also ich, aber ich glaube auch die anderen Bürger, das erkennt man erst im wirklich dreidimensionalen Modell. Das ist ganz wichtig. Ja, muss ich ja nicht sagen, da mit der Ausstellung von Francesca im Hintergrund. Also, so wurde diese Punt wirklich sehr konkret. Und zum Abschluss jetzt ein paar neue Fotos. Aktuell, also da steht sie jetzt, noch ohne die Zufahrten natürlich. Der Wasserbau mit den groben Steinen. Von unten, also doch diese sehr merkwürdige Form, Parabel fünften Grades mit Verbindungen der Flächen.
Aber das hat alles wirklich seine tiefe Logik, finde ich. Man kann es nicht anders machen. Blick nach unten auf die Bondaska-Brücke und da hier diese Mauern. Also die Mauern wurden mit Steinen aus dem Murgang gebaut. Es gab Unternehmen, die sagten, das ist für uns das Billigste, Rationellste. Wir nehmen die Steine, zerkleinern die und mauern sie in traditioneller Weise von Hand auf. Finden wir sehr gelungen. Und jetzt natürlich auch diese Brücke. Das war das entscheidende Element für die Höhenlage der Straße. Wir wollten wirklich die Straße so minimal erhöhen, wie es nur geht. Also ich habe lange an den Verformungsberechnungen, an den Langzeitverformungen des Betons gearbeitet, weil das sind 65 Meter Spannweite, 3 Meter Trägerhöhe hier, 1 Meter Trägerhöhe in der Mitte. Das ist nicht mehr gewohnheitskonform. Aber das war irgendwie die Verpflichtung, eben nicht zu noch höher zu werden mit dieser Straße. Und ja, der große Moment des Absenkens des Lehrgerüsts, also bis jetzt verhält sie sich sehr befriedigend. Wir haben hier natürlich auch eine Überhöhung von 25 cm in der Mitte gegeben, das sieht man auch, aber das ist auch nicht schlecht. Also lieber Überhöhung nach oben als nach unten. Gut, damit bin ich am Ende und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.